Niga hat unsere Vergebung keinesfalls verdient. Sie hat ihren Bruder, den Kaiser, missachtet und sich so dem Herrscher des Mogulenreiches entgegengestellt. Dafür muss sie auf jeden Fall bestraft werden. Du hast ja recht. Wir haben keine andere Wahl mehr, als diese Schlacht zu führen. Es gibt nur Frieden, wenn Niga ihren Zorn vergisst und die Schlacht ablässt. Das ist jetzt nicht mehr möglich, Joda. Niga hat einen Fehler gemacht, als sie diesen furchtlosen Krieger herausforderte. Und jetzt kann sie sich nur noch ihrem Schicksal ergeben. Ich bete für euren Sieg, Jalal. Möge Allah euch beschützen. Er ist immer an eurer Seite. Höre, Mutter. Wenn du Allah und auch mir vertraust, dann frage ich mich, warum du trotz allem traurig bist und warum du weinst. Du wirst mir doch nicht allen Ernstes mit Tränen in den Augen Lebewohl sagen wollen, Mutter. Nein, Jalal. Ich sage dir nicht Lebewohl. Weil ich ganz genau weiß, dass du heute Abend nach der Schlacht zu mir zurückkehren wirst. Und zwar als Sieger. Mutter, ich verspreche dir bei meiner Liebe zu dir, dass ich siegreich aus der Schlacht zurückkehren werde. Königin Salima, ich brauche heute deine innigsten Gebete. Majestät, nicht nur ich, sondern alle Untertanen beten für euch. Ihr müsst nun einmal diesen Krieg führen. Und ihr müsst ihn gewinnen. Für uns alle. Ich werde für euren Sieg beten. Ich habe jedes einzelne meiner Gebete eurer Sicherheit gewidmet, Majestät. Ich weiß, dass jedes einzelne deiner Gebete erhört wird, Königin Rokaya. Und ich weiß, dass ihr eure Feinde besiegt. Unsere Feinde haben es gewagt, sich gegen das Mogulenreich zu stellen. Sie haben euer Entgegenkommen als Feigheit missgedeutet. Ich bitte euch, Majestät, tötet sowohl sie als auch ihren falschen Stolz, Majestät. So soll es sein. Alles versucht, um diesen Krieg zu verhindern. Ich ebenfalls. Wo wir aber nun mal diese Schlacht zu schlagen haben, verspreche ich dir, dass ich diesen Krieg gewinnen und zu dir zurückkommen werde, Königin Joda. Siegreich und unverletzt. Ihr müsst unverletzt zurückkommen, Majestät. Nicht nur für mich, sondern für alle. Für eure Untertanen. Dafür werde ich sorgen, ich verspreche es. Ich verabschiede mich.
Ist alles bereit, Adga Khan? Ja, Majestät. Sobald ihr es befehlt, marschieren wir Richtung Schlachtfeld. Adga Khan, ihr kümmert euch um die östliche Flanke. Adam Khan wird euch begleiten. Munim Khan kümmert sich um die westliche Flanke. Und ihm begleitet Mirza. Shahbudin und Farhad Khan kommen mit mir. Soldaten! Ihr wart mir immer treu und seid mein starker Arm gewesen. Ihr habt zu mir gestanden und die Ehre unseres Reiches mit eurem Leben verteidigt. Ich danke Allah, dass er mich mit solchen unerschrockenen Waffenbrüdern gesegnet hat. Denn heute werden wir wieder Seite an Seite kämpfen, um unseren Feind gnadenlos zu besiegen. Ich habe alles versucht, um diesen Krieg zu verhindern. Aber unseren Feind dürstet es nach dem Stahl unserer Schwerter. Also erfüllen wir ihm diesen Wunsch und ziehen gegen ihn in den Kampf. Ich will, dass ihr alle nur an eine einzige Sache denkt. Wir alle haben nur ein einziges Ziel. Das Einzige, was wir wollen. Den Sieg. Den Sieg. Den Sieg. Okay. Jetzt erzähl mir mal, warum du in mein Zelt gekommen bist. Ich bin doch auf der Suche nach einer Rüstung. Ich suche eine Rüstung und einen Helm in meiner Größe. Aber wozu brauchst du denn eine Rüstung, Rahim? Weil jeder Mann eine Rüstung und einen Helm tragen sollte, damit er jederzeit für die Schlacht bereit ist. Ich bin beeindruckt von deiner Tapferkeit, Rahim. Aber du bist noch zu jung, um in eine Schlacht zu ziehen. Du musst erst noch eine Menge Dinge lernen. Nein, Mutter Chuda. Ich bin bereit, in dieser Schlacht zu kämpfen. Ich will für seine Majestät kämpfen. Jeder, der sich gegen seine Majestät auflehnt, wird zum Schweigen gebracht. Das hat meine Mutter gesagt. Was habt ihr denn, Mutter? Fühlt ihr euch nicht wohl? Ihr erwartet ein Kind, nicht wahr? Rahim? Wer hat dir das erzählt? Javeda hatte mir mal erzählt, dass Königin Rukaya auch ein Kind auf die Welt bringen würde. Da hatte Königin Rukaya immer Bauchschmerzen. Genauso wie ihr jetzt. Das heißt, dass ihr ein Kind in euch tragt. Du bist nur ein Kind, aber du überraschst mich immer wieder mit deiner Weisheit. Ich will, dass ihr alle daran denkt. Wir müssen diese Schlacht auf jeden Fall gewinnen. Egal ob durch Stärke oder durch List. Sieg um jeden Preis! Soldaten! Ich weiß, dass uns der Feind zahlenmäßig überlegen ist. Aber wenn ihr euren Fähigkeiten vertraut und eurem unerschütterlichen Mut, dann ist jeder Soldat unserer Armee so viel wert wie Hunderte von ihren Soldaten. Farhad Khan, die feindlichen Soldaten haben einen Plan. Sie wollen um jeden Preis bis zu seiner Majestät durchdringen. Eure wichtigste Aufgabe ist es, ihn ständig zu beschützen. Ihr müsst die ganze Zeit an seiner Seite bleiben. Jawohl, verlasst euch nur ganz auf mich. Jalal, eure Strategien sind doch immer so makellos. Aber dieses Mal wird nicht eine einzige von Erfolg gekrönt sein. Wir werden siegen! Gengaro! 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 Wir werden siegen! Wir werden
Wieder stehen wir uns gegenüber, Jalal. Seid ihr bereit? Worauf wartet ihr denn noch? Als ihr mir das letzte Mal gegenüberstandet, habe ich euch besiegt. Und trotzdem fordert ihr mich wieder heraus. Hurra! Letztes Mal habe ich euch verschont, Abul Mali. Aber dieses Mal werde ich das nicht mehr tun. Dieses Mal nicht, Jalal.
Dieses Mal werde ich das, wozu ich hergekommen bin, erfüllen. Ihr werdet für das, was ihr mir angetan habt, teuer bezahlen. Eure Schwester Niga ist töricht. Sie glaubt doch tatsächlich, dass sie den Thron besteigen wird. Wir haben sie benutzt, um euch zu täuschen. Lauft und tötet Niga! Schnell! Ich wusste doch, dass irgendwer sie beeinflusst hat. Und jetzt weiß ich auch, dass ihr es wart. Ich werde euch töten! Wir wollten, dass ihr am Leben bleibt, Jalal. Wir waren nur daran interessiert, euch aus Agar wegzulocken. Wir haben euch und eure Schwester getäuscht. Wagt es bloß nicht, Hand an meine Schwester zu legen! Seiner Majestät! Sag mir, wo ist Niga? Helft mir! Niga, wo bist du? Helft mir! Ich bin hier! Niga, wo bist du? Ich bin es, Jalal! Niga! Jalal! Niga! Kommt mir nicht zu nah! Hab keine Angst vor mir, ich bin doch hergekommen, um dir zu helfen. Ihr lügt mich an. Ich weiß, ihr seid hier, um mich endlich zu töten. Nein, Niga. Ich könnte dir niemals wehtun, du bist doch meine eigene Schwester. Fasst mich nicht an! Bei Allah. Du blutest ja. Ihr wollt mich wirklich nicht töten, Jalal? Nein, Niga. Glaub mir, ich könnte dir niemals wehtun. Mach dir keine Sorgen. Jetzt, wo ich hier bin, wird alles gut werden. Suchen wir die anderen. Oh Allah, ich habe so einen schweren Fehler begangen. Der Allmächtige wird mir niemals vergeben, Jalal. Darüber reden wir später, Niga. Das ist jetzt nicht wichtig. Wir müssen erst einmal weg von hier. Ich wollte meinen Bruder töten. Das ist die schlimmste Sünde. Ich verdiene diese Strafe, Jalal. Ich habe einem Verräter wie Abul Mali vertraut. Ich glaubte, dass Königin Mahachuchak mir zugetan war. Ich dachte, sie betrachtet mich als ihre Tochter. Aber sie hat mich nie wie eine eigene Tochter geliebt. Sie hat den Hass gegen euch in mein Herz gepflanzt, damit ich gegen euch kämpfe. Sie hat mich einfach betrogen. Bitte vergebt mir, Jalal. Bitte nicht um Verzeihung. Es ist die Pflicht eines Bruders, seine Schwester zu beschützen. Dich verletzt. Deine Wunden müssen schnell versorgt werden. Wir müssen weg von hier. Gehen wir! Nein, Jalal. Ich kenne einen Platz, wo unsere Feinde uns nicht finden können. Kommt mit mir. Wir müssen warten, bis die Schlacht sich beruhigt hat.
Wir sind von Soldaten umzingelt. Bevor wir einen anderen Ausweg finden, werden wir uns hier verstecken. Da entlang, Nigar? Weißt du auch ganz bestimmt, dass dieser Platz sicher ist? Wo bist du, Nigar? Nigar! Wo bist du? Warum hast du mich denn geschlagen, Nigar? Ihr mögt es Betrug nennen. Aber ich nenne es lieber Schlauheit. Widerstand ist zwecklos, Jalal. Ihr seid jetzt der Gefangene von Königin Mahachuchak.